Frau Präsidentin, werte Kollegen, meine Damen, meine Herren! Wasserstoff, ein Wunderstoff? So klingt es ja fast. Und, Herr Kollege Rock, Sie haben zu Recht gesagt, es findet ein regelrechter Hype um Wasserstoff statt. Vielen Dank. Und wo ein Hype, da ist die FDP nicht weit. Aber wir greifen die Gelegenheit gerne auf, um einmal über das langweiligste Molekül im Universum zu reden. Ja, meine Damen und Herren, zwei Protonen, zwei Elektronen, mehr ist es nicht. Dennoch, oder vielleicht auch gerade deswegen, elektrisiert Wasserstoff gerade hier in Deutschland und Europa die politisch-mediale Sphäre. Es ist auch schon erwähnt worden, die Asiaten, die machen das ein bisschen weniger spektakulär. Sie machen einfach. Von interessierter Seite wird die Wasserstoffwirtschaft allerdings auch jetzt bei uns euphorisch herbeigeredet, vor allen Dingen von denen, die daraus politisches oder wirtschaftliches Kapital schlagen wollen. Wer hätte es gedacht? Das reicht den Wahrheitsvisionären unter uns natürlich nicht. Und folgerichtigerweise muss es bei den Kollegen der Freien Demokraten ja gleich die Wasserstoffgesellschaft sein. Apropos Visionär. Elon Musk, der Tesla-Gründer und zigfacher Millionär, leistet einen eigenen Beitrag zu diesem Hype. Er nennt nämlich die Brennstoffzelle, auf Englisch Fuel Cell, Fool Cell, auf Deutsch Idiotenzelle. Wahrscheinlich müssen wir das Thema Wasserstoff mal einem Realitätscheck unterziehen. Betrachten wir doch einmal die Heilsversprechen, die in Ihrem Antrag vorkommen. Ich zitiere, eine sichere, wirtschaftliche, hört, hört, technologieoffene und klimaneutrale Energieversorgung soll mit Wasserstoff möglich sein. Weiteres Zitat, Sie versprechen schnelle Fortschritte im Kampf gegen den Klimawandel. Und mehrfach kommt in Ihrem Antrag vor, die Nutzung vorhandener Erdgasinfrastruktur, also Leitungsnetze und Speicher, sei möglich. Das gilt aber bestenfalls für eine geringe Zu- und Beimischung von wenigen Volumenprozent Wasserstoff. Noch im Sommer letzten Jahres schreibt der Wissenschaftliche Dienst des Bundestages, aus chemisch-technischer Sicht einiger Betreiber ist die Einspeisung in die Erdgasinfrastruktur noch nicht abschließend in allen Einzelaspekten geklärt, und es besteht weiterhin Bedarf an Entwicklungsaktivitäten und Regelungsanpassungen. Meine Damen und Herren, das klingt jetzt langweilig, aber das ist Expertensprech vom Allerfeinsten. Und die Kernaussage lautet Alarm. Wir wissen noch gar nicht, wie das funktionieren soll. Das Umweltbundesamt schreibt, Zitat, da sowohl eine erhöhte Beimischung als auch Neuaufbau und Umwidmung von Netzen in substanziellem Umfang enorme Transformationsbedarfe mit sich bringen, ziehen sie sich potenziell über Jahrzehnte hin. Und das Umweltbundesamt ist, glaube ich, keine Filiale der AfD. Kurz gesagt, man kann keinesfalls die Erdgasnetze einfach für Wasserstoff nutzen. Wir erinnern uns, zwei Protonen, zwei Elektronen, ganz schön klein, und dazu noch reaktionsfreudig. Allein der Netzaufbau bzw. die Netzertüchtigung für den Transport reinen Wasserstoffs werden daher Dutzende Milliarden Euro kosten. Seitens der Netzbetreiber wurde einmal die Summe von 40 Milliarden in den Ring geworfen. Aber auch die Frage ist zu Recht schon aufgeworfen worden, woher soll der Wasserstoff überhaupt kommen? Ich kann jetzt leider nicht die spektakuläre Farbenlehre, die sich mittlerweile um Wasserstoff entsponnen hat, bis hin zu violettem und türkisem Wasserstoff hier wiedergeben. Denn am Ende geht es um den grünen Wasserstoff. Auch das ist richtigerweise schon gedacht. Und ich glaube, hier liegt der Hase im Pfeffer. Im Grunde geht es beim Wasserstoff-Hype um eine Gehhilfe für die taumelnde Energiewende. Die Energiewende krankt unter anderem an fehlenden großtechnischen Speicherlösungen für den Strom. Und das Stromnetz ist definitiv kein Speicher. Bitte sagen Sie das einmal Annalena Baerbock. Aber wahrscheinlich Fakten stören bei der Teletabisierung der Politik offenbar nur. Mithilfe von Wasserstoff soll also das Speicherproblem des Flatterstroms gelöst oder wenigstens gemildert werden. Ob und wie sinnvoll das ist, hängt allerdings maßgeblich von den Wirkungsgraden der Prozessschritte ab, von den Kosten ganz zu schweigen. 2019 gab es eine Studie des Öko-Instituts, mühelos aufzufinden. Ich bin sicher, da sind Sie auch bei Ihren Recherchen drauf gestoßen. Und da geht es darum, wie viel Energie ist denn überhaupt notwendig? Wie effektiv sind diese verschiedenen Umwandlungsstufen? Und wenn wir Wasserstoff per Elektrolyse erzeugen wollen, dann sind mit heutigen Prozessen 61%
Wirkungsgrad drin. Mehr nicht. Kleine Fußnote, was da mal hin und wieder liest, mit 80% und so weiter, das sind Hochtemperaturelektrolyseure. Wenn man den Energiebedarf für dieses hohe Energieniveau mit einbezieht, sind wir wieder bei diesen paar 60%. Nach der Methanisierung, ja, also bei gasförmigem Methan als Output, reden wir noch von 52% Effektivität und bei den E-Fuels von 45%. Und das bei konstanten Betriebsbedingungen. Wenn Sie sich jetzt vorstellen, dass man jetzt quasi an jedes Windrad so einen Elektrolyseur dran flanscht und der mal viel, mal wenig, mal gar nicht produziert, dann reden wir von ganz anderen Wirkungsgraden. Um das Bild auf die gesamte Prozesskette zu vervollständigen, muss man natürlich den Wirkungsgrad auch bei der Rückumwandlung in Nutzenergie berücksichtigen, also praktisch vom Windrad zum Autorad. Und Verkehr wird ja immer wieder genannt. Nehmen wir also ein Beispiel aus dem Verkehrsbereich. E-Mobile können 80-90% an Wirkungsgrad verbuchen. Wasserstoffflüssig und Brennstoffzelle, da sind es nur noch 32% Gesamtwirkungsgrad. Und das, meine Damen und Herren, ist der Grund, warum Elon Musk von einer Fool Cell, einer Idiotenzelle spricht. Bei der Kombination von E-Fuels und Verbrennungsmotor sieht es noch schlimmer aus. Da reden wir von 18%. Aber E-Fuels hätten wenigstens den gigantischen Vorteil, dass an der gesamten Infrastruktur und Prozesskette praktisch nichts verändert werden müsste. Aber weniger als 20% Wirkungsgrad bedeuten auch, dass Sie das Fünffache des Treibstoffeinsatzes als Strommenge zunächst zur Verfügung stellen müssen. Bei der Wasserstoff-Brennstoffzelle ist es nur noch das Dreifache. Meine Damen und Herren, in vielen Bereichen ist Wasserstoffeinsatz als energetisches Vehikel vor allem eins: gigantische Energieverschwendung. Wollen Sie wirklich den Bürgern, der Natur und den Landschaften eine Vervielfachung der Windräder zumuten? Bei wie viel 100.000 Windrädern haben Sie dann genug? Und damit kommen wir zum Sargnagel für die Wasserstoffwirtschaft: die Kosten. Gemäß einer Studie der Deutschen Energieagentur, der DENA, belaufen sich die Kosten für E-Fuels auf 4,50 Euro pro Liter Diesel-Äquivalent. Setzt man etwa 60% Steueranteil beim Diesel an und bei aktuellen Tankstellenpreisen von plus minus 1 Euro, bedeutet das, dass E-Fuels 11-mal so teuer sind wie Diesel. Ein sehr weiter Weg zu einer vertretbaren Wirtschaftlichkeit. Auch bei der Gebäudeenergieversorgung drohen gewaltige Mehrkosten. Eine weitere DENA-Studie, die zur integrierten Energiewende – und auch hier muss ich sagen, keine Filiale der AfD – gibt Power-to-X Methan mit Herstellungskosten von 20 Cent pro Kilowattstunde an. Auch das ist das mehr als das Zehnfache des Erdgaspreises ohne Berücksichtigung von Netzentgelten. Der Frankfurter Flughafen ist erwähnt worden, richtigerweise. Und da ist es doch vielleicht nicht uninteressant, was der oberste E-Fuel-Vordenker der Lufthansa zu dem Thema zu sagen hat, besonders welches Preisgefüge er erwartet bei Einsatz von synthetischem Kerosin, wohlgemerkt bei Erreichung industrieller Skalen in der Produktion. Sie ahnen es vielleicht, Faktor 10 wird dieses synthetische Kerosin teurer sein. Meine Damen und Herren, ich hoffe, Sie erkennen das Muster. Und nun die Frage, passt das zur Forderung wirtschaftlich, die Sie selbst aufgestellt haben? Ich fürchte, die Wasserstoffwirtschaft ist ein weiterer Anschlag auf unseren Wohlstand, ähnlich wie es die Energiewende ist. Wasserstoffnutzung, egal wo, wird zu massiv steigenden Kosten führen, die am Ende von Bürgern, Stromkunden, Steuerzahlern, ÖPNV-Nutzern und Autofahrern bezahlt werden müssen. Und jetzt fragen wir uns mal, welche Bevölkerungsgruppe besonders davon betroffen sein wird, die sozial Starken oder eher die sozial Schwachen? Meine Damen und Herren, wo Wasserstoff eine Zukunft hat, und diese Szenarien gibt es, dort wird er sich auch durchsetzen. Wo nicht, da nicht, und das ist auch gut so. Hören Sie dabei nicht auf uns als AfD-Fraktion. Hören Sie auf unsere Koalitionspartner, auf Mathematik, Physik und Chemie. Und vor allen Dingen hören Sie bitte, bitte auf den Wohlstand der Bürger auf dem Altar der Ideologien und des Zeitgeistes zu opfern. Wir freuen uns auf die Beratung im Ausschuss.
Bei einer Anhörung machen wir auch mit. Dann lassen wir uns auch gerne erklären, was die 3 Vollzeitmitarbeiter bei der Landesenergieagentur, die sich mit Brennstoffzellen und Wasserstoffprojekten schon heute befassen, was die eigentlich so den ganzen Tag treiben. Da freuen wir uns drauf. Vielen Dank.